Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal C2B. Ja, vom Kanal C2B stelle ich in der Regel immer neue Sneaker vor, also ein bisschen so Hype-Sneaker, die generell ein bisschen schwieriger zu bekommen sind. Dazu passen eben ein bisschen Klamotten und generell so ein bisschen Sneaker-Themen. Und zwar heute eben dann kein Sneaker-Video oder auch kein Sneaker-Review-Video im Prinzip, sondern ich möchte wieder mal die Klamotten vorstellen, die ich mir so in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten geholt habe. Sind echt ein paar coole Sachen dabei, aber bevor wir mit den Klamotten starten, erstmal vielen, vielen Dank, Leute. Wir haben echt schon 1000 Abonnenten geknackt, finde ich unnormal geil, freut mich sehr, sehr, sehr. Vielen Dank für den Support die ganze Zeit. 1000 Abonnenten finde ich mittlerweile schon echt sehr nice, also hätte ich nie gedacht, dass ich das mal schaffe, ehrlich gesagt. Aber finde ich wirklich sehr nice, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, starten wir mit den Klamotten, die ich mir geholt habe. Und zwar mit dem ersten Piece, und zwar mal wieder mit am Start, die guten, nicen Sachen von der Marke Fall. Ihr wisst, beste Marke mittlerweile, ich feiere sie auf jeden Fall sehr, sehr hart. Haben mir wieder einen neuen Pulli zukommen lassen, einen komplett schwarzen, also einen kompletten All-Black-Hoodie, in dem typischen Vintage-Washed-Optik, würde ich sagen, im Prinzip, also generell vom Stoff her so ein bisschen so eine Wash-Optik am Start, rundherum schwarz mit der schönen Tasche hier vorne, generell einen typischen, ich sag mal, ja, aktuell angesagten Schnitt im Prinzip, also generell ein bisschen boxy geschnitten, eine schöne schwarze Kapuze, haben keine Laces vorne drin, was ich mittlerweile sehr, sehr feier, und auf jeden Fall ein heftiges Printing vorne drauf. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben oder deren Insta mal auschecken. Da sieht man es noch ein bisschen besser auf jeden Fall. Also haben wir quasi ein richtig heftiges Printing drauf, wo quasi Northern Lights draufsteht. Und hier unten quasi passend zur aktuellen Kollektion Cold Feelings. Beim Print sind die Jungs besonders stolz drauf, weil es eben mega robust ist und quasi auch mega, mega dünn. Also man kriegt es quasi so gut wie gar nicht ab beim Waschen. Es hält quasi wirklich unnormal lange und sieht, by the way, auch einfach unnormal pervers aus, finde ich mir, mit diesen riesengroßen Bergen drauf und diesem schönen, ja, Northern Lights eben. Sehr, sehr wild, sehr nice geschnitten. Schwarzer Hoodie, finde ich, geht immer. Bei dem haben die Jungs mir jetzt eine XXL zukommen lassen. Sitzt bei mir aber wirklich richtig perfekt, oversized. Also normalerweise habe ich ja True-to-Size so eine M oder eher eine L eigentlich. Die XXL sitzt wirklich super oversized bei mir. Aber dazu immer meine On-Body-Shots im Endeffekt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wilder Hoodie. Finde ich sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Piece. Und zwar, um den ganzen Winter-Lockdown-Kram ein bisschen farbenfroher zu gestalten, dachte ich mir, hole ich mir mal einen richtig schönen purple-farbenen Sweater im Endeffekt. Der ist von der Marke Jaded. Ist, glaube ich, so eine amerikanische oder, ich glaube, britische Marke. Also auch so ein typischer Insta-Store, die aber auch echt heftige Klamotten haben. Ist auch so ein bisschen derselbe Schnitt eigentlich, finde ich, wie bei dem Fall-Hoodie im Prinzip. Nur, dass wir hier oben einen relativ engen Kragen haben, was ich eigentlich ziemlich interessant finde. Wie gesagt, rundherum nicer Schnitt, also sehr boxy geschnitten, sehr oversized. Haben dann hier am Ärmel nochmal so ein schönes Detail, was ich ganz cool finde. Da ist quasi hier so ein Patch dran genäht. Ich halte euch mal in die Kamera auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, bei allen Sachen von denen so. Also quasi ein bisschen wie so ein Factory-Look, was ich ganz cool finde. Aber generell finde ich eigentlich die Farbe unnormal geil. Und auch vom Schnitt her sitzt der Hoodie oder beziehungsweise der Sweater auch wirklich sehr, sehr geisteskrank nice. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe bei dem jetzt eine Größe XL geholt. Ich hatte vorher auch mal L bestellt, war mir aber ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu wenig Oversize, deswegen habe ich eine XL geholt, passt bei mir unnormal gut, sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Ich habe auch nur 60 Euro bezahlt, glaube ich, finde ich echt für ein Sweater unnormal in Ordnung. Quali auch super in Ordnung, nicht zu dick, nicht zu dünn, super angenehm vom Stoff her, wirklich ganz wilder Sweater, feiere ich jedenfalls sehr. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon wieder zum nächsten Piece. Ja, auch das T-Shirt hier, sicherlich eins, was ihr in meinem letzten Video schon mal gesehen habt oder so. Und zwar habe ich mir von Cactus Jack, also von der Marke von Travis Scott, eben dieses Dreier-T-Shirt quasi geholt, also quasi passend zu diesem Song. Franchise mit dem Yup in my white tee, quasi das typische weiße Cactus Jack T-Shirt. Ja, so gibt es nicht viel zu sagen, ist ein weißes Basic-Shirt, ich kann mir eigentlich nie genug weiße Basic-Shirts holen. Habe ich eigentlich immer ein paar frische im Schrank. Haben hier vorne ein schönes braunes Cactus Jack Logo drauf, was sehr, sehr nice zum Travis 1er kommt, by the way. Und quasi nutzen, ja, komplett rundherum weiß eben, hinten komplett weiß. Habe ich auch in der XL geholt, weil die wirklich unnormal klein ausfallen. Also ich wollte eben einen Oversized Look haben, aber jetzt bei XL fitten die eigentlich true to size bei mir. Also super strange, ich glaube, es liegt eben auch an dieser miesen Gildenqualität. Also ist halt wirklich ein echt mieses T-Shirt von der Qualität, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, für das Dreierpack so 60 Dollar bezahlt, inklusive Zoll oder ein Pluszoll, also so roundabout 60 Dollar bezahlt. Ja, kann man für drei Basic-Shirts mal machen, finde ich, zahlt man bei H&M auch. Ja, aber von der Qualität sind wir ganz ehrlich, ist es nicht das Beste, das Gelbe vom Ei so. Deswegen, ja, habe ich mir mal geholt, finde ich aber trotzdem sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zu den Hosen. Und zwar haben wir dabei heute eine richtig schöne Jogger. Übrigens, beide Hosen, die ich jetzt noch vorstelle, sind von Pegador.
Ja, ihr wisst, Lockdown, wir sind alle mit am Start, alle sind am Chillen, alle sind zu Hause. Deswegen auf jeden Fall eine nice Sweatpants geholt, eine richtig schöne Jogger in Schwarz, die eigentlich gar kein Branding hat, sondern wirklich nur komplett schwarz ist. Ich versuche es mal so gut wie möglich in die Kamera zu halten, dass ihr ungefähr ein Feeling von der Hose bekommt. Ja, super straight geschnitten im Endeffekt, also wirklich jetzt ja nicht so krass besonders, sondern wirklich eine ganz normale schwarze Sweatpants, finde ich sehr, sehr nice. Habe ich, glaube ich, 60 Euro für bezahlt, in der Größe L geholt, genau. Kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Nice schwarze Sweatpants in Corona-Lockdown-Zeiten. Dachte mir, geht auf jeden Fall, kann man übel gebrauchen. Und deswegen habe ich mir auch immer einfach eine schwarze Jogger geholt. Ja, wie gesagt, dann eben noch eine weitere Hose von Pegador, die ich auch wirklich sehr, sehr fühle. Die ist jetzt im Prinzip nicht so eine Jogger, sondern eher so ein, ich sag mal, ein Mix aus Anzughose und Jogger, würde ich sagen. Also die hat ein kleines Pegador-Branding hier vorne drauf. Kann ich mal in die Kamera halten. Also die Hose ist quasi generell in so einem Grau gehalten und so ein bisschen so Velourstoff, würde ich sagen, so ganz leicht. Und dann eben dieses schwarze Branding drauf. Finde ich sehr clean. Vor allem ist die schön breit geschnitten unten. Also die stackt auf jeden Fall auch unnormal nice. Auf einem Vierer Jordan oder auch auf einem Air Force kommt die auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wirklich ganz, ganz nice Hose. Auch die in der L geholt, soweit ich weiß. Auch 60 Euro bezahlt, glaube ich. Also finde ich, geht übel fit. Haben hier vorne noch ein paar schwarze Bänder, so für die Details. Auch hier an der Seite die Taschen sind quasi mit Reißverschlüssen. Finde ich auch ein sehr, sehr cooles Detail. Und generell von der Farbe her feiere ich die übelst, weil ich habe eigentlich keine Hose, die so ein bisschen diese Farbe hat. Und wie gesagt, ist die übel clean und kann man auf jeden Fall eigentlich ja zu jedem 4er Jordan, 1er Jordan Air Force tragen. Finde ich, geht übel klar. Und wie gesagt, preislich auch mega in Ordnung. Und dann auf jeden Fall, last but not least, wer meine Videos letzter verfolgt hat, weiß genau, ich habe eigentlich immer eine Lockdown-Biene getragen, weil ich eben nicht zum Friseur konnte. Jetzt Gott sei Dank mal do-it-yourself quasi die Haare geschnitten. Ich finde es auch eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. Aber die Tage eben immer eine schöne Beanie getragen und da hatte ich quasi jetzt mir eine Stussy Nike Beanie geholt. Die quasi, die kam zusammen mit den Air Force raus, die ich euch auch vorgestellt hatte vor einer Weile. Mit dem cremefarbenen und mit dem schwarzen. Kam die quasi in schwarz und weiß raus, auf der Seite quasi ein Nike Logo, auf der anderen Seite quasi ein Stussy Logo. Finde ich eigentlich ziemlich genial, die Mütze, ziemlich geil. Also wie gesagt, quasi hier Stussy Logo und auf der anderen Seite quasi das Nike Logo. Auf jeden Fall übel clean Biene, finde ich. Kann man jetzt auch in Lockdown-Zeiten übel gebrauchen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Auch in Schwarz geht zu allem eigentlich. Und ich habe für die, glaube ich, im Resell gezahlt. Ich glaube, 40 Euro habe ich mir die geholt. Finde ich, kann man auf jeden Fall mal machen. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ding. Und ja, dann waren es meine Pickups auch schon wieder, die ich mir so im letzten Set geholt habe. Klar, alles ein bisschen Corona angelehnt. Alles ein bisschen chilliger und ein bisschen lässiger im Endeffekt. By the way, auch alle Sachen, die ich heute vorgestellt habe, gibt es eigentlich auf meinem Insta zu finden. Also ich habe da auf jeden Fall zu allem quasi im Prinzip ein Outfit irgendwo gemacht. Also wenn ihr mein Insta noch nicht abgecheckt haben solltet, dann gerne mal auschecken. Ich heiße einfach ChrisBRX. Mache quasi ein bisschen zu den Sachen, die ich quasi immer so vorstelle, zu meinen Sneakern und eben auch zu den Klamotten einfach ein bisschen Outfit-Stuff. Ja, wenn ihr da neu seid, auf jeden Fall gerne ein Abo dalassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall auch sehr gerne ein Like dalassen. Über ein Abo würde ich mich immer freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.